Hallihallo und herzlich willkommen zurück in Let's Play Ion. Wir befinden uns immer noch im Brustonin. Ich meine, wir haben letztes Mal angekündigt, dass wir vorne zu den Arbeitern gehen. Das machen wir auch direkt. Okay, ich habe gerade gemerkt, es ist eine schlechte Idee, einen Treiber zu aktualisieren, während man gerade spielt. Es hat mir gerade nämlich den Bildschirm schwarz gemacht und es hat Ion nicht gerade. Oh, jetzt bin ich ja noch auf Facebook nebenbei. Ja, ich musste alles nochmal neu öffnen. Schießen. So, bin ich nicht mehr. Muss ich halt Iron neu öffnen, schießen. Bla. Ja, ist aber nicht so wichtig. Wir können trotzdem weitermachen. Das ist ja nichts, oder? Es nimmt doch auf, oder? Jetzt bin ich total paranoid nach dem Motto, es nimmt nicht auf, aber es nimmt auf, keine Sorge. Sonst würde der das wahrscheinlich auch gar nicht hören. Ja, diese Logik ist echt beeindruckend, ich weiß. So, was ich sehe. Uns gehen sehr bald sogar die Laufrollen aus. Oh, falscher Weg. Wir müssen hier über die Brücke. Ich dachte gerade, wir müssen hier links runter, aber nein, wir müssen da vorne hin. Und danach, denke ich, werden wir hier so den Weg lang arbeiten. Jo, passt doch. Yay, wir können fliegen. Ach, jetzt nicht mehr. Irgendwie immer, wenn ich solche Sachen erwähne, hören sie dann auf. Das ist total. Nervig. So, jetzt müssen wir hier irgendwo links den Arbeitertrupp finden. Wir haben die Ebene entdeckt. Da ist Asmodia Arbeiter. Leiche. Okay. Die sind alle tot. Alle tot. Was ist denn hier geschehen? Wird verwendet. Ich verwende eine Leiche. Oh. Da ist der böse Edios. Erkennbar an der normalen Haut, sagen wir es mal. Ich muss ihm berichten. So ein blöder Assassiner hat meine ganzen Leute getötet. Okay. Wir müssen hier Anubit, Astrologe, töten und schämen. Was auch immer. Toter. Schämen, da ist er. Irgendwie fehlt mir da gerade. Ach nee, stimmt, die habe ich ja gar nicht, die Fertigkeit auf der 4. Ach Mann, es ist echt verwirrend, weil ich, hab dann nach der letzten Aufnahme ein bisschen wieder auf meinem Main gespielt und ach, wenn man dann wieder umschaltet und dann die Fertigkeiten fehlen, dann denkt man echt so, hä? Ja, war ne doch Halla, ich weiß. Okay, auch muss. Würde man. Och nein, das ist wieder so eine blöde Quest, wo man so viel töten muss, weil es nicht immer droppt. Ach. Yay, da ist ein Astrologe. Das wird super spaßig. Nein, Scherz. Das wird schon nicht so schlimm. Ich meine, selbst wenn nur wenig droppt, wie wir es immer irgendwie haben, es ist ja auch bald vorüber. Und die Quests sind wichtig. Jede einzelne Quest ist wichtig. Da ist ein Astrologe. Scheint ein Magier zu sein. Aber wir haben dem Angriff widerstanden, von daher. What the fuck? Stipp! So, von denen brauchen wir nur 10 Schädel, das ist ganz angenehm. Ich werde mich hier aus dem Kampfschild rausgehen, ich nerv der ehrlich gesagt immer. Ah, die gehen gerade so eine Ayaka, interessant. So, wieder ein riesigen. Ach, das mal. Das ist ein Dot. Okay, der Dot macht. Ihr leidet regelmäßigen Schaden. Bla, mit Heiltränke können die entfernt werden, diese Zustände, bla. Das kennen wir ja schon. Aber bei 31 Schaden, da müssen wir uns sonst so sonderlich Sorgen machen, dass wir gleich direkt sterben. Das wird schon passen. Dahinter der Anubit. Astrologe. Stirb. Nein, es ist nicht zu weit weg. Es steht direkt vor mir.
Diese Besserwisserin, ey. Ich freue mich darauf, wenn wir Flammenfall gegen etwas viel, viel Sinnvolleres austauschen können. Mir scheint es, als hätten die Anubis-Schädel eine höhere Droprate als die Shaman-Schädel. Also Anubiten-Schädel, pardon. Jetzt, wo ich es sage, droppt doch das andere. Ich glaube, ich sollte das immer so machen. Ich glaube das ja und dann ist noch einer. Und dann müssen wir gar nicht mehr so viele immer töten. Oh, das wäre jetzt noch, das wäre so toll. Meine Fresse, da ist doch nur so eine scheiß Mauer. Das ist doch freier Blick und ich meine, ich bin Magier. Ich müsste eigentlich durch alles durchschießen können, weil es einfach nur scheiß Energie ist. Ich bin gestunt. Von dem jetzt ziehen wir uns wahrscheinlich wieder Leben. Angriff ist ja auch so schwach, ey. Muss ihn dringend aufbessern. Also das Stigma hier, Lebenskraft absorbieren. Weil das ist eigentlich so unser 11 Sekunden hier, den wir haben. Und deswegen, es wäre schon ganz nice, da müsste ich weniger Lebenstränke... Ich verwende hier eh keine Lebenstränke. Habt ihr das mal bemerkt? Mein ganzes Inventar ist voll mit Lebenstränken, weil ich die nie verwende. Weil ich immer irgendwie durch Zeit hochgeheilt werde oder durch Fertigkeiten. Hier sind anscheinend keine mehr... da vorne. Da vorne läuft dieser Schelm. Wir können noch Schelmen rum... Ein Scherz. Du stirbst jetzt gleich. Das tut mir echt leid für dich, aber es muss leider sein. Hallo? Autotext? Geht doch. So. Wir haben gleich keine Mana-Tränke mehr. Shit. Shit, shit, shit. Wer es nicht gemerkt hat, ich finde das nicht gut. Gar nicht gut. Eventuell müssten wir dann mal schauen. Also ich weiß, man kann bei NPCs eigentlich auch immer Mana-Tränke kaufen. Nur die sind allgemein gesagt scheiße. Aber da müssen wir einfach mal gucken. Vielleicht finden wir irgendwo welche, die relativ gut sind. Jo. Aber wenn nicht, dann... Naja, ist das... Wow, 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 wir dürfen gleich sterben. Jetzt gleich werde ich definitiv einen Lebenstrank benutzen. Ich will mal kurz schauen, was ich meine. Ah, ich habe, glaube ich, noch nie die Erinnerung des Drake benutzt. Wir sind ein riesiger Drake. Wir sind ein riesiger Drake. Ich weiß, es sieht einfach nur endgeil aus. Hui. Aber wir können währenddessen halt nur Auto-Attacks kämpfen. Ich habe auch mal echt Duelle gesehen, wo man sich nebeneinander gestellt hat und nur Auto-Attacks gemacht hat. War ganz lustig, bei ihm. Ich habe irgendwie immer gewonnen. Warum auch immer der von mir mehr Auto-Attack-Schaden hatte als der andere. Das fand ich ein bisschen verwirrend, aber okay. So. Ich finde auch, das ist relativ okay. Mal sehen, wie es aussieht, wenn ich mich hier mit hinsetze. Ich sag nur ein bisschen runter. Na denn, dann nehmen wir die Verstärkung mal wieder raus. Verstärkung, und kämpfen weiter. Um mal zu sehen, ob wir eventuell noch ein paar hier, paar Köpfe rollen lassen. Och, komm schon. Wieso müssen wir direkt kurz vor Ausführung des, Skills, des Skills gestunt werden? Das ist doch total unfair. Aber ihr merkt, wir haben einfach jetzt schon 4500 theoretisch Mana. Also 4500 ist unser Maximum. Das ist einfach mal mega viel. Dafür haben wir wenig Leben. Ja, ist klar, wir haben aber auch einen scheiß Gear. Und wenig Level. Das ist alles Level- und Gear-abhängig. Aber einfach mal 4500. Naja gut, 4 Mana. Das ist schon eine ganz schöne Menge, die wir zur Verfügung haben. Oh, die sehen ja endgeil aus, die Schädel. Schaut euch das mal an. Mental links hier, die beiden. Also die nicht so, aber die da. Die sehen richtig aus wie, ja, fast schon menschliche Schädel. ETF.
Ja gut, es sind ja auch sozusagen Menschen. Ich meine, schaut euch die mal an. Also von der allgemeinen Struktur würde ich sagen, jo, sieht menschlich aus. Wer mir da nicht zustimmt, darf sich mal bitte einen Menschen ansehen und dann schaut er sich die Villager, Vigilant an. Ich weiß echt nicht, wieso die so komisch heißen. Also das, ich finde den, die Ähnlichkeit schon sehr, sehr ähnlich. Gucken. Ah ja, 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 hm, ja, definitiv. Einfach aus wie ein paar zerrissene Dörfler. Jetzt müssen wir uns mal eben hinsetzen, um ein bisschen zu regenerieren. Tut mir auch echt leid. Aber ansonsten, wir haben keine Mana mehr. Wir können gerade keinen Pott nehmen. Und ja. So. Haben wir wieder... Ah, ja, ja, komm, das dürfte eigentlich gehen. Anubien Astrologe, stirb. Wir brauchen von euch noch 5 Schädel. Bitte droppe mir alle 5 auf einmal. Ich glaube nicht, dass es geht. Außer du bist natürlich... so ein 5-köpfiges Monster. Das, aber ich glaube, das hätte ich gesehen. Und er hat keinen Kopf. Das ist der kopflose Astrologe. Ach Mann, irgendwie wollen die Köpfe heute nicht rollen. Da schon wieder. Kein Kopf. Stirb. Endlich. Jetzt. Danke. Geht doch. Jetzt muss ich den hier noch umbringen. Und dann sind wir eigentlich schon... Nein, nein. 5 und 5 theoretisch noch. Nee, 6 und 5, pardon. Und ich weiß echt nicht, wann die endlich droppen wollen. Och, komm schon, jetzt ehrlich. Was für ein Drop-Rate haben die? 1 zu 100? Also, sie droppen 100 mal einmal oder was? Ich hasse solche Quests, ich hasse sie abgrundtief. Wir haben keine Mana-Potions mehr. Außer die ganz guten. Jo, das dürfte ein... Alter! Echt? Ich gehe jetzt gleich was anderes töten, dann mache ich die Quest später weiter. Das ist ja schlimm. Das ist ja richtig schlimm. Wenn der hier jetzt nichts droppt, ne? Dann breche ich hier ab und gehe ins nächste Gebiet. Ja, okay. Tschüss. Wir gehen hier hinten untote Farmarbeiter töten. Ich ziehe das jetzt konstant durch. Mir ist es scheißegal. So. Der hat das schon, als ich die letzte Aufnahme gemacht habe, die ganze Zeit seine Feder gepostet. Ja, die hier. Okay. Vielleicht sollten wir auf der Brücke laufen. Wäre ganz schlau. Kann man eventuell leichter über diesen Kanalartigen rüber. Klar, hinten an der Seite war nochmal ein Übergang, dass man auch so rüberkam, aber trotzdem. Angst vor den Untoten. Da müssen wir Heulbanshees und Spottgeister töten. Da hinten Spottgeist. Der verspottet alle oder was ist hier los? Also sie gehen schon mal relativ leicht von dem Leben, die sie haben, zumindest die Sportgeister. Ach, und wir müssen auch nur 20 töten. Mir ganz ehrlich, mir scheint es so, als hätte Brustonin einfach diese Mega-Quest, wo man einfach so super viel machen muss. Kann das sein? Ich meine schon. Ach ja. So, wir lassen mal eben kurz hier ein paar Spottgeister töten, die wir auf dem Weg mitnehmen. Ich meine, wir dürfen die ja nicht einfach so an dieser Kirche stehen lassen. Oh, ich will den Heulbench hier drin töten. Hieb, hieb, hieb. Ihre Laute sind irgendwie voll ekelhaft. Ganz ehrlich, aber die Mana-Potions sind noch nicht ganz so OP wie die Lebensteile. Weil die gehen ja ungefähr... Na, die... Ja doch, die geben ungefähr gleich viel. Wir können es so ungefähr sagen. Die einen geben 200 letztendlich mehr oder so. Aber wenn wir vergleichen, wir haben ja mehr als doppelt so viel Leben... andersherum Mana als Leben. Und dementsprechend sind die Lebenstränke schon viel, 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 viel stärker. Ich glaube, die heilen uns zu 2/3 ungefähr.
natürlich über Zeit, ja. Aber sie sind trotzdem über zwei Drittel und da muss man ganz ehrlich sagen, wow. Einfach nur wow. So, wir brauchen noch 11 Heulbanshees und 17 Spottgeister, nachdem hier noch 16. Aber ganz ehrlich, ich hab das lieber, wenn ich halt eine höhere Zahl habe, aber dafür zumindest immer den abgezogen bekomme. Das habe ich ja schon mal erwähnt gehabt, dass mir das einfach viel lieber ist, weil ich dann ganz genau weiß, wann das Ende ist und nicht dieses nervige, wann droppt denn endlich der Letzte? Ihr wisst, was ich meine. Komm schon. Und ich meine, das hier ist jetzt auch nicht so übel. Oh nein, 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 die Heulbanshee. Oh, sie heult. Oh. Ich dachte schon, die edit uns, deswegen habe ich so nein, 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 nein. Tut mir leid, Heulbanshee, wir müssen dich leider töten. Oder kann man die überhaupt töten? Ich meine, die ist ja eigentlich schon längst so tot und so. Aber ganz ehrlich, ich würde es nicht gerne mit einer Banshee anlegen. Ich meine, die frisst einfach mal deine ganzen Emotionen. WTF. Ja. Frag nicht. Fragt einfach nicht. Ach, und dann, Alter, das ist ja voll. Oh, von dem ist mir nur 11 und 11, ist ja cool. Aber hier ist noch der wilde Mais. Den müssen wir 10 öffnen. Ihr merkt, wir machen gerade sehr viele Quests parallel. Das bietet sich einfach an. Einmal, weil die anderen halt noch nicht respawned sind und weil hier gerade so toll die Sachen rumstehen. Und dann kann man ja auch das einfach machen. Ja, und da vorne gibt es gleich noch eine Quest. Meister gesucht. Die werden wir dann auch irgendwann, wenn wir mal da angekommen sind, annehmen. Oh, ich liebe solche einfach nur Looten-Quests. Oh, halt anklicken, verwenden, was auch immer. Ach, die sind so schön. Weil man einfach nichts machen muss, außer rumlaufen, eventuell Leuten ausweichen, damit man die nicht edit. Außer man möchte natürlich die edit. Was haben die eigentlich für Buffs drauf? Aha. Physische Verteidigung, ja toll, ich bin Magier. Das bringt immer sonderlich viel. Ich weiß, irgendwie fast alle Viecher erhöhen ihre physische Verteidigung. Die denken immer so. Toll für euch. Richtig toll. Also ich kann mir schon vorstellen, für die paar physischen Klassen, die es gibt, also es gibt ja fast nur magische, ist es schon ganz schön nervig. Aber für den Rest, der denkt dann so, schön für dich, dass du deine physische Verteidigung erhöht hast. Ich krieg dich trotzdem leicht. Ach. Da hinten ist die Quest. Und, ja, die müssen wir natürlich annehmen. Ansonsten haben wir eine Quest nicht angenommen. Oh, wie schlimm. Aber ihr wisst schon, so ein bisschen questsüchtig sind wir ja mittlerweile. Wir haben bestimmt eine neue Daily. Die habe ich noch gar nicht angeguckt. Tägliche Quest, es geht rund. Moheimer Gierkugeln. Ja, die haben wir ja schon gemacht, ne? Brauchen wir nicht nochmal. Hallo, Wirhu. So lang Wirhu annehmen. So, dann sollen wir gleich jemanden suchen. Und ihr merkt, wir bekommen immer noch Bronzemünzen. Das heißt, man könnte sich theoretisch das Bronzeset, wenn man die Quest alle macht, so wie ich es tue, sehr häufig holen. Also, da kann ich nicht die Leute verstehen, die ohne Set rumlaufen oder ohne solche Sachen. Gut, vielleicht, wenn man nicht wusste, dass es überhaupt existiert oder wenn man durchrusht, aber wenn man das Spiel nochmal ein bisschen kennenlernt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man eher mehr questet. Also ich kann kein Spiel kennenlernen, wenn ich gar nichts mache und einfach durchrushe bis zum Endlevel und dann versuche ich dann alles rauszufinden, ist irgendwie nicht meine Spielweise. Komme ich mit nicht zurecht. Und ich denke, es wird es mehreren geben. Also, ich habe es lieber, dass ich mit dem Spiel mitlerne, indem ich Quest mache, indem ich halt wirklich. Ich lerne ja auch die Skills dadurch zu setzen und alles. Okay, ich weiß, man lernt am Anfang überhaupt nicht vieles. Ich meine, ich benutze meinen Geist nicht mal. Ich benutze ihn allgemein nicht, bevor ich. Also es gibt später so eine Schnellbeschwörung. Da wird er dann instant draufbeschworen und bevor ich das habe, benutze ich den eigentlich gar nicht, weil ich das Beschwören einfach so mega nervig finde. Und selbst dann, dann sind es mehr Auto-Attacks als sonst was, weil ich einfach. Ich bin Gruppen-SM. Also, dass ich.
nicht solo irgendwas mache, sondern meistens in Gruppen. Und dann stehen einem, also vor allem PvE-Gruppen, und dann stehen einfach der andere Stigma-Baum mehr als der Pet-Stigma-Baum und dann, naja, lernt man das andere auch nicht wirklich. Und ja. Obwohl man durch das andere theoretisch bei weitem mehr Schaden machen könnte. Kommt immer darauf an, wie man natürlich spielt. Wenn man total schlecht ist und selbst dann halt alles failt, Dots vergisst und sowas, dann macht man natürlich nicht den maximalen Schaden. Aber wenn man hingegen wirklich gut ist und daran denkt, die Dots aufrechtzuerhalten und das Pet auch immer angreifen zu lassen, dann dürfte man schon einen enormen Schaden dadurch mehr machen. Wenn man halt zusätzlich zu seinen Dots auch noch die Pet-Dots drauf hat, wenn man dann Schaden vom Pet auf den SM rauf addiert, dürfte das schon ganz schön viel sein. Vor allem, wenn man natürlich den Magma-Geist heraufbeschwört, der und den auch noch mit unserem GK stärkt, dann war es das für die Gegner. Vor allem im PvP, die hauen solche Klatschen raus, ey. Aber die sind halt sehr langsam und Nahkampf. Außer jetzt der Wassergeist, aber der ist echt schwach. Wir haben hier schon ganz schön viel abgearbeitet, aber ich würde noch gerne das letzte Maiskörnchen finden. Obwohl, wir sind schon jetzt über der Folge. Gut, wir stellen uns aber nicht hier rein, um uns auszuloggen, sondern irgendwie irgendwo anders, wo wir nicht unbedingt geaddet werden. Hier so am Baum, ist doch ganz schön. Gut, und dann wünsche ich euch noch viel Spaß heute und man sieht sich die Tage. Tschüss!